Zwei kleine Äffchen fahren heute Motorrad. 7 Tage 7 steht der, wer kommt denn noch sowas? Duschen jeden Tag, muss man nicht. Kennzeichen haben, muss man nicht. Schlafen in dem Bett, muss man nicht. Reichweite haben, das schon. Sie haben kein Geld zum Leben, doch können super kleben. Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, München, das müsst ihr erleben. Nürnberg, Dortmund und auch Köln, schickt, wenn ihr nicht guckt. Zwei Idioten muss man mögen, weil es hat sich juckt. Einen wunderschönen, wundervollen guten Tag. Wir befinden uns jetzt gerade mitten in Frankfurt. Es ist Folge 5, sicher? Ja. Es ist Tag 4, Folge 7. Wir wollen in den nächsten oder in 7 Tagen, in den nächsten 3 Tagen weiterhin, so günstig wie möglich durch die 7 größten Städte in Deutschland. Und jetzt sind wir von Berlin, schon über Hamburg, schon über Dortmund, Düsseldorf, Köln nach Frankfurt runtergefahren. Alles in den letzten Tagen, das seht ihr alles in den letzten Folgen. Und jetzt sind wir hier einfach gerade mitten irgendwo bei einem Zuschauer zu Hause, also bei Nifox. Grüße raus an Tim, Steve liegt da noch. Hallo Steve. Hallo. Ja, sind wir jetzt gerade mies hier zu Hause am Chillen. Bruder, das habt ihr bei Steve gesehen, der hat einfach ein eigenes Haus. Der hat ein eigenes Haus auf dem Grundstück seiner Eltern. Guckt mal und guckt euch diesen Pool an. Ach du Scheiße. Dieser Pool ist geistesgestört. Ein wunderschöner Pool. Wirklich. Ach du Scheiße. Es ist jetzt gerade 13.07 Uhr. Wir haben tatsächlich bis jetzt gerade gepennt. Also ich habe bis jetzt gerade gepennt, wie wir schon seit einer Stunde wach. Weil hier die Matratze einfach richtig geil war und weil wir uns gestern schon wieder bis um 3 Uhr verquatscht haben mit Tim, mit Nifox. Heute ist unser Off-Day. Bedeutet Off-Day heißt, wir werden heute in Frankfurt bleiben und werden dann morgen über Stuttgart nach München fahren in einer 6-Stunden-Tour. Morgen wird krank und werden dann übermorgen von München nach, Nürnberg über Leipzig fahren. So ist jetzt zumindest unser Plan. Ich weiß selber noch nicht, was jetzt ansteht. Wir wollen wahrscheinlich jetzt erstmal was essen. Er hat uns hier, warte, ich zeige euch das mal. Er hat uns Spezi gegeben. Paulaner Spezi auf sehr korrekter Basis, Digga, hat er uns hier gegeben. Mashallah. Und wir haben gestern geschenkt bekommen von einem Zuschauer in Düsseldorf. Diese wunderschönen Schokobons. Und die haben wir gekillt. Grüße nochmal an dich. Nee, das ist meine noch drin. Ja, okay, deine sind noch drin. Und jetzt trinken wir erstmal die Spezi und werden danach höchstwahrscheinlich von hier aus als allererstes erstmal irgendwo einkaufen fahren, weil wir müssen was essen und er hat nichts mehr gehabt oder er musste arbeiten. In der letzten Folge haben wir einfach insgesamt 30 Euro bekommen von Zuschauern an Unterstützungsgeld für dieses Projekt, was geisteskrank viel Geld ist, Digga. Das heißt, wir können uns jetzt erstmal Frühstück kaufen, wir wollen trotzdem erstmal noch sparsam damit umgehen, weil wir nicht wissen, wie viel wir jetzt im Prinzip noch kaufen müssen. Ob wir in München eine Unterkunft finden, wenn nicht, könnte man in München theoretisch auch eine Pension nehmen und so. Das heben wir uns alles erstmal auf. Wir kaufen wirklich nur ein bisschen Brötchen und Belag, hätte ich jetzt gesagt, das günstigste halt. Und wenn wir fertig sind, sehen wir uns gleich auf dem Bike wieder. Mal gucken, was da die Stadt heute zu go ist. Wir sind in Frankfurt, kenne ich super viele Leute, super viele. Und wir sind auch schon mit einer Person verabredet und später dann mit Tim und der will uns alles zeigen. Frankfurt sieht geisteskrank aus. Ich weiß auch nicht, ob ihr in Frankfurt wart. Frankfurt wird heftig. Ich wollte schon immer mal nach Frankfurt. Bis gleich auf den Bikes. Wir sind jetzt auf den Bikes unterwegs. Es ist schon 15 Uhr. 15 Uhr einfach, weil ich habe noch geschlafen. Ja, dafür sind wir aber jetzt topfit unterwegs, mitten in Frankfurt. Guck da, F-Kennzeichen vor uns. Frankfurt. Und wir fahren jetzt als allererstes erstmal, weil wir heute kein Frühstück bekommen haben, weil der Arzt halt arbeiten ist, fahren wir jetzt erstmal zu einem Rewe und holen uns beim Rewe wunderschön Brötchen mit bisschen Belag und werden uns dann erstmal ein schönes Meister auf das Frühstück bereiten. Danach, so circa 16.30 Uhr, 17 Uhr, hat Tim Feierabend und dann treffen wir uns mit ihm und sind dann in Frankfurt unterwegs. Wir werden heute die Skyline von Frankfurt sehen, ein, zwei Motorradspots sehen, ja, uns einfach mal die Stadt angucken, wird sehr geil, Digga. Wir sind in Frankfurt, Alter. In Frankfurt, Alter. Ja, wo sind wir? Super unübersichtlich hier alles. Na. Wo hast du mich? Wo bringst du mich hin? Heute entführe ich dich, Steve. Keine Sau, wir sind jetzt beim Rewe hier. Kommt mir wirklich sofort, dass du mich hier entführst. Ah, guck mal. Ja, wir sind da. Wie viel Geld haben wir denn jetzt? Mach mal, zähl, hol mal raus, bitte. 30? Schon mal hier oben. 30 Bargeld. Ja, 30 Bar, also 30 Scheine. Ich kümmere mal aus einfach. 30, Digga, das haben wir alles bekommen, ne? Das ist so krass eigentlich. Außer einmal für 1,75 Pfand. 1, 2, 4, 6, 40, 6, 42. 36,42 € haben wir geearnt. Alter, das ist echt viel, ne? Das ist wirklich ein Batzen Geld, Alter. 36 Euro ist schon viel, viel Geld. Dann holen wir uns jetzt erstmal, wie viel Brötchen willst du, sagst du? 4? 5? 4, ja. Ich sag auch 4. Oder wollen wir 5 machen und wir nehmen uns zu später noch welche mit? Ist too much. Wir warten bis dann nicht, ob wir später noch was kriegen. Stimmt. 5 Kopf? 5?
Vier. Vier pro Kopf. Was ist das für ein kleiner Netto, Digga? Vier pro Kopf. Hier sind wir nicht richtig. Ach fuck, wir sind übel in den Bäcker reingelaufen. Peinlich. So. Ein paar Brötchen brauchen wir. Und Salami holen wir einfach, wa? Ja. Ja, guter Plan. Wie viel brauchen wir? Na, 8 Stück dann insgesamt. Holst du? Dann hol ich Salami schnell. Salami holen. Ich geh Salami holen, alles klar. Oh. Das ist so schlimm, wenn du weißt, du hast eigentlich genug Geld, jetzt hier lang zu laufen und zu wissen, du kannst ja eigentlich alles kaufen. Aber wir können nicht alles kaufen, weil wir müssen sparsam sein. Wir müssen daran denken, dass wir vielleicht die nächsten Tage aufgeschmissen sind und dann müssen wir halt das Geld irgendwie bunkern. Das ist halt die Scheiße, ne? Wir müssen wirklich sparsam damit umgehen erstmal. Weil vielleicht passiert's, dass wir wirklich in München keine Unterkunft kriegen oder so. Und dann sind halt 30 Euro Gold wert, Bruder. 1,69, aber das ist wirklich viel hier, ne? 1, 2, 3, 4. Müsste eigentlich für 8 Brötchen reichen. 1, 2, 3. Ne, reicht nicht. Wir brauchen 2. 2. Zweimal. So, und weiter gucke ich gar nicht. Sonst wäre ich verrückt. Oh, Digga, stell dir mal vor, jetzt so ein Kuchen. Und das an. Oh, Pommes. Moin, Meister. Fünf für jeden. Ja. 10. Reicht. 1,90. Ja, tanken wir. Das hier kostet 3. Wir haben jetzt dafür bezahlt 4,95 Euro. Also unter 5 Euro für eine komplette Mahlzeit für jetzt uns beide. Da werden wir auch erstmal satt. Wir hoffen aber später, dass wir irgendwelche Leute treffen, die uns auch was zu essen geben. Dann wird jetzt erstmal ein wundervolles Festmahl genossen, Digga. Wir haben gerade noch, oder ich habe gerade noch Wasser geholt, 2 Flaschen für 1,08 Euro. Ich habe kein Beleg dabei, weil wir noch Wasser brauchten, weil wir vergessen haben, eins mitzunehmen. Wir haben jetzt hier 1,08 Euro ausgegeben und haben jetzt noch Rückgeld bekommen. Ja, und jetzt wird erstmal ein Flaschen. Wir haben jetzt aufgegessen, es war sehr lecker. Wir haben noch Tauben gefüttert hier, aber die sind jetzt schon weg. Tim ist da und sag nichts. Elias? Was? Nein, es ist nicht Elias. Idiot. Julian! Danke, Alter, der hat so männlich geknackt, Digga. Ja, wir fahren jetzt nach Frankfurt rein und guck mal, es ist jetzt schon 15 Uhr. Wie spät ist es? 15 Uhr? 16 Uhr? Ja, ach du Scheiße! Es ist schon 17 Uhr. Wir gucken mal, was passiert. Wo fahren wir jetzt als erstes hin? Wenn ihr wollt, können wir als erstes zu Pumpkin Monkey auf Zell. Boah, ja, ja, guter Call. Wir wollen unbedingt diese Spots von Pumpkin Monkey sehen. Und dann noch die Skyline, das ist uns wichtig gewesen. Hauptbahnhof. Ja, Hauptbahnhof und dann fahren wir noch auf so eine richtig coole Brücke heute Abend um 21 Uhr und treffen uns da mit Zuschauern. Mach mal deinen Seder an, dann drück mal 5 Sekunden den Suchknopf. Warte. Motorradfahrer A. Pering. Jetzt sucht er, ne? Jetzt ist mir Motorradfahrer A. Oh. Bereit. Siehst du? Kado auf die 1, ich sag's doch. Ricardo ist krank. Wir hören uns direkt, perfekt. So einfach ist es. Ich sag dir ehrlich, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass es so schnell geht. Also du kannst einfach, ja, genau, du kannst einfach ins Mesh gehen. Und spätestens jetzt gibt es für euch keine Ausreden mehr. Ich glaube, das größte Argument, was ich höre, warum man kein Cardo kaufen sollte, ist, weil es ja so schwer mit Sena zu verbinden ist oder vielleicht sogar gar nicht kopplungsbar. Aber wie ihr seht, durch mittlerweile zahlreiche Updates von Cardo ist es ganz einfach möglich. Und ich zeige euch auch sehr gerne, wie ich es im Video gerade gemacht habe. Ihr geht einfach in eure Cardo-App, wenn euer Cardo gestartet ist, meint es in dem Fall schon an. Dann geht ihr auf Intercom und dann geht ihr ganz einfach auf Biker hinzufügen in der Gruppe. Wenn ihr Admin seid, wie ich in dem Fall, geht ihr noch auf neuen Beifahrer hinzufügen oder koppeln und dann geht euer Cardo direkt in einen Suchmodus. Währenddessen muss das Sena, 30k hatten wir jetzt hier im Video, auf den Bestätigungsknopf für 5 Sekunden drücken, den markiere ich euch hier jetzt mal. Und dann sucht das Sena auch. Und dann verbinden die sich im besten Fall innerhalb von 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sekunden. Manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal dauert es kürzer. Das ist abhängig vom Sena-Update eigentlich. Mit meinem Code MOTOPAIR könnt ihr beim Packtalk Edge 60 Euro sparen, 10% des Einkaufspreises und bei anderen Geräten genauso 10%. Bedeutet, es lohnt sich wirklich zuzuschlagen und wenn, dann vergesst nicht Code MOTOPAIR. Und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Video. Er hat kranke Augen. Oh, mich doch. Ja, heute Abend. Du musst vorfahren, ne? Ich bin hier fremd. Was man sagen muss, in Frankfurt sind auf jeden Fall viele Menschen unterwegs. Das sieht man schon, Digga. Es sind echt einige Menschen unterwegs. Ja, wir sind nicht mal in Frankfurt, bitte. Also, hä? Ist es jetzt? Aber Standort, also Stadt, sind wir in Frankfurt? Kreis Frankfurt. Das ist Frankfurt, Kreis Frankfurt. Aber Kreis. Das ist eher so ein Nebendorf, so, weißt du? Also, ja, kennen wir aus Berlin auch. Das nennt man, das nennt man bei uns dann frei Frankfurt halt einfach. Ja, Digga. Das ist. Ey, die sind echt richtig gut geworden.
Auf den Reels sehen die nicht so krass hoch aus, sag ich dir ehrlich. Ja, ich muss mal wieder neue Rolling Shots machen, ich hab mich verbessert, deswegen. Oh. Moin, Meister. Du bist doch der TikToker, oder? Digga. What the fuck? Welcher TikToker? Ja, der vorne rechts, oder? Das war der an der Tankstelle, der es gerade gesagt hat. Musst du diese Wochenreise, oder nicht? Gute Leute. Servus. Servus. Bonjour. Servus. Moin. Vorhin habe ich dich nicht auf TikTok gesehen, da dachte ich mir, fahr mal ein bisschen durch Frankfurt. Sag der Messe. Da ist er, ja. Ey, die Hochhäuser sehen so fucking cool aus. Die sehen so, ich finde das schön einfach. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, weil ihr wohnt ja hier. Aber ich finde das so schön, weil es so modern aussieht. Und ich liebe modern. Ich finde das geil. Ja, ist schon schön. Ist schon schön. Ist schon richtig geil. Kann ich mich einfach anschließen oder was geht ab hier? Ja, klar, wenn du willst, natürlich. Ja. Auf jeden Fall, ich heiße Jan. Ich bin 27 Jahre alt und komme hier aus der Nähe von Frankfurt. Korrekt, moin Jan. Digga, das ist so geil, das sieht hier richtig nach Großstadt aus. In Berlin wohnen einfach mehr Leute, aber in Berlin sieht es immer aus, als wärst du so mittel, so vor der Großstadt, weißt du, so. Ja, versteht man nicht, ne? Ich bin einfach verwirrt. Alter, jetzt weiß ich, wie Frauen sich fühlen, wenn sie meinen Penis sehen. So. Ich kann mir mal gar nicht vorstellen, dass das Ganze, hier ist überall irgendwas drin, weißt du? Da sind Menschen oder irgendwas, einrichtungsmäßig. Ja, denkst du, es ist leer oder was? Nein, nicht, aber das ist so, kannst du dir das vorstellen? Alter, das ist ja auch, es gibt ja auch viele Hochhäuser hier. Ich finde das so geil, ich habe gerade einen richtig harten, ich bin richtig beeindruckt, wirklich. 29 Wolkenkratzer. Das sieht so cool aus. Crazy, crazy. Und jetzt kriegst du einen Ständer, und jetzt kriegst du einen Ständer. Ja. Alter, Junge, das sieht so crazy hart aus. Das sieht wirklich so, das sieht original aus, als wären wir New York oder so, oder? Nein, nicht übertreiben. Ja, nicht übertreiben. Aber es sieht schon sehr atemberaubend, es sieht schon sehr krass aus. Ich finde Motorräder, so Supersportler gehören in die Stadt, weil es einfach ein weird Flex ist. Weil ich muss nicht in der Stadt fahren, wofür denn? Aber das ist heftig. Du musst heute Abend noch durchs Bahnhofsviertel fahren. Ja, wollen wir noch. Alter. Junge. Das ist, ich hab in Minecraft damals, ne? Ich hab damals Minecraft gespielt. Ja. Was denn? Da habe ich immer Hochhäuser gebaut, Digga. Deswegen finde ich das so krass. Verstehst du, wie viele Materialien in so einem Haus stecken? Digga, da müssen kleine Kinder für ihre Lebenszeit für arbeiten. Verstehst du, in den Minen? Wir fahren schon wieder zum Berufsverkehr. Ich kann alles nicht mehr. Mal. Ich hab ja mal, weißt du, wie lange ich brauchte, was zum Start? Hey! Oh, Mann! Hey! Oh, okay, das ist hart. Das ist scheiße. Das ist asozial. Das ist hart, Alter. Du hast angefangen. Ich hab den Schlüssel nicht mehr gezogen. Du kannst ruhig fahren, alles gut, ich komm gleich. Er macht richtig den Assi-Move, Digga. Oha. Pass bloß auf und bleib. Pass bloß auf. Digga, ich habe heute früh so Hunger gehabt und ich wach auf und ich sehe nichts zu essen. Weder im Kühlschrank noch in der Küche, Bruder. Dann finde ich Cornflakes ohne Milch. Warum hast du keine Milch im Kühlschrank? Ja. Die Cornflakes sind zum Panieren. Was? Hä? Was? Hä? Was? Digga! Bruder, kennt ihr das nicht? Nee. Mit Cornflakes-Raspeln, natürlich, kennt man. Ja. Kennt man aber auch nur, wenn man kocht, aber Per kocht erst seit. Ja, ich koche erst seit Gym. Ich gehe seit 6 Monaten ins Gym. Ja, du siehst auch aus wie eine Maschine. Oh, ja! Yeah. Warum hat der Bauch frei? das ist der Style. Ah, das ist hier voll. Halt, parken kostet 5 Euro. Was machen die auf der Straße? Mir ist egal, wo wir parken. Ich laufe jetzt hier auch mit hochgezogener. Ist das so peinlich für euch, wenn ich so rumlaufe? Du darfst hier in Frankfurt darfst du nur eine Seite hochziehen. Ich mach das Kado aus und wenn wir wieder anmachen, musst du nur einmal auf den Knopf drücken. Ja. Machen die das ja auch in dieser Menschenmenge dann einfach? Echt? So viel los ist. Das Schild würde ich nicht schaffen. Ja, dieses kleine steht einfach so wie so eine Äste da. Digga, das ist wie dieser Flur in New York mit den Sternen drauf. Ich erkenne das jetzt schon, da vorne drehen die das immer, ne? Ja. Ja. Das ist wirklich fucking voll hier. Wirklich voll, voll, voll. Ich sag dir echt, in den Videos von Pumpkin Monkey hätte ich erwartet, dass hier leerer ist. Leerer? Da sieht sich so voll aus. Ja, okay. Nur weil wir Scheiße lieben, was weiß ich, hast du nicht gegen uns zu schießen und zu sagen, dass wir peinlich sind. Nur weil sie dich nicht will.
Ja, wir können eigentlich weiterlaufen. Ich finde es jetzt nicht mehr so spannend, oder? Ich setze erstmal meinen Helm ab. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir wieder an den Bikes sind oder woanders cool ist. Ist es jetzt hier schon Hauptwache? Das ist immer noch Konstablerwache. Was? Konsti. Und wo ist Hauptwache? Da, wo unsere Bikes stehen. Da gehen wir gleich hin. Ach so, und was ist hier? Hier ist auch manchmal Treffpunkt. Ach so. Hier, die Videos habe ich gesehen. Da standen die hier, oder? Nee, oder? Weiß ich gar nicht. Hier standen die, ne? Hier standen die. Genau hier. Alter, ist Kulturgut gerade. Ich nehme das gerade wirklich. Wir können weitergehen, ja. Ich habe hier einen Kulturschock, wirklich. Das ist ja geisteskrank. Digga, hier in Frankfurt, also Berlin, man sagt immer, dass Berlin so schlimm ist mit so, mit allen gesellschaftlichen Klassen und so ein Scheiß, aber das hier ist ja geisteskrank. Das ist wirklich. Aber es fällt einem auf jeden Fall krank auf, Alter. Bis jetzt habe ich noch keinen Allah gehört. Allah. Wie sagt ihr? Sag nochmal. Allah. Ja, ich kann das nicht so. Allah. Allah. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ay gute wie, ist quasi, sage, schönen Tag, wie geht's dir? Echt jetzt? Digga, das, wir wohnen doch nicht, wir wohnen 5 Stunden auseinander. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass so eine Unterschiede sind. Wo, aber wo sind die Videos jetzt immer? Oder wir sind genau hier, wo die ist stehen. Genau hier. Digga, die stehen da genau immer an der Wand, oder? Ja. Ja, genau hier stehen sie immer. Hier genau stehen. Genau hier. Digga, ich freue mich gerade wie Bolle, ne? Crazy, Digga. Warte, ich will mich jetzt mal dazustellen, als wäre ich dabei. Als wäre ich dabei, pass auf. Du du blöde du bist hässlich, ja, guck mal deine Zähne an. Guck deine Nase. Bei mir ist Spiegel nicht geplatzt wie bei dir. Siehst aus wie mein linker Zehfuß. Ja, genau. So, das war genug. Jetzt freue ich mich. Jetzt geht's mir besser. Jetzt kommen wir wieder zu den Motorrädern. Stell dir vor, wir kleben den Zigger hier. Man sieht es in den Videos. Das ist ja geistkrank. Na, hier, oder? Glaubst du, es wird abgemacht? Nächstes Video. Das wäre krank. Allah, was ein Tag, Allah. Wobei man, wenn man die Stadt so sieht, vom Stadtbild denkt man her, dass sie das hier alles, dass sie gar nicht so asozial sind. Weißt du, wie ich meine? Die meisten kommen erst nachts raus. Die kommen nachts raus. Oh, ist mir heiß. Ich muss mich einmal kurz nochmal ziehen. Es sind jetzt noch 2 Jungs gekommen, die haben sich uns angeschlossen. Und jetzt fahren wir los zu der Esso. Das habe ich auf Instagram angekündigt. Und dann habe ich noch angekündigt, dass wir noch zu so einer Brücke fahren, die hier scheinbar viel mit Motorradfahrern besetzt sein sollen. Bedeutet, jetzt wird es verrückt. Warte kurz, ist noch nicht an. Warte kurz. Ja, jetzt geht's los. Es wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen chaotisch. Du kannst, drück einmal rauf. Einmal rauf. Jetzt wird, jetzt, aber jetzt Mesh wird Endgame. Ich sag dir ja. Ja, alles gut. Es wird jetzt chaotisch. Das wird jetzt ganz chaotisch, Digga. Tschüss. Das ist Frankfurt, Alter. Das ist Frankfurt, Alter. Hä? Bruder. Er sagt uns gestern, boah, so viel Polizei in Frankfurt, ihr müsst so aufpassen, Alter. Bruder, du machst in der Innenstadt ein Wheelie mit 80 km/h an Autos vorbei. Das ist ja kein Wunder, dass die sich schicken wollen. Alter, sieht es hier krank aus. Bruder, wo sind wir? Alter. Junge, das ist so krank. Herr, winkt dir mal da oben. Herr, winkt dir mal rechts da oben. Rechts. Der rechts da, rechts da oben. Winkt dir mal. Was ist das? Wie plötzlich das Dead Escalated Quickly, Digga, wirklich. Digga, warum halten uns die Bullen immer in Frankfurt an? Ja, wirklich. So, so. Du bist Partner geworden, oder was? Kennt ihr? Hä? So? Hä? So? Du machst. Hä? So? Digga, was? Digga, es hat gerade geklappt. Es hat gerade wirklich geklappt in meinem Kopf. Ich kann auch nicht das 187 zeichnen, ich verstehe es nicht. Der Audi-Fahrer. Ich kann das nicht mehr, Bruder. Die Karte hört ich von 50 Kilometer Entfernung. Er macht wie. Er macht. Der macht sorry. Was? Junge, ich hab's. Also, über viele, 20 Leute oder so. Digga, das hier ist gerade so viel passiert. Kleine Äffchen, fahren heute Motorrad. 7 Tage 7 steht der, wer kommt denn auf sowas? Ohne Essen, ohne Trinken, Schnauze, nur paar Vieren? Kein Platz zum Schlafen, dort schauen sich hier in Vieren. Frische gibt's am Boden, Brötchen, Masse, Lami werden reingeschoben. Bis nicht hungern, Essen kommt dir zugeflogen.